Liebe Freunde, hier ist euer Steinwallen. Zurück beim grünen Frieden. Noch immer in einer bedrohlichen Situation, wie schon eigentlich seit, keine Ahnung, 60 Folgen oder so. Wir haben gerade so nochmal die Kurve gekriegt, als unsere Falle hier bedroht wurde. Erneut Tarak verteidigt. Jetzt lassen wir ein bisschen größere Flotte da. Und ich habe jetzt mal alle sämtlich neu gebauten Schiffe schon mal wieder nach Tarak beordert. Und werde jetzt noch Folgendes machen. Ich sehe hier gerade, Forfi ist bei der falschen Flotte. Forfi muss hier hin. Und die Flotte... Wie, ist Forfi jetzt geklont? Nein, das kann doch nicht wahr sein. Das werden wir aber jetzt nicht ausnutzen. Das ist einfach zu blöd. Nee, das machen wir nicht. Wir machen Folgendes. Wir werden einen neuen General rekrutieren. Das wäre jetzt schändlich, das zu nutzen. Nehmen wir Ilmas Nick für diese Flotte. Und dann, wir müssen jetzt wirklich mal ein bisschen schnell sein, habe ich das Gefühl. Am Ende ist es doch so, der Gegner hat hier doch keine Feindflotten mehr. Deswegen werde ich jetzt mal Folgendes machen. Wir werden mit unserer Hauptflotte mit Forfi wie geplant hierhin fliegen. Und dann werde ich jetzt dreimal ein Schlachtschiff daraus ziehen. Das ist zwar immer ein bisschen heikel. Aber das ist es mir jetzt wert. Nehmen wir mal hier ein so ein Donnerblitz-Schlachtschiff. Dann gehen wir weg hier. Nochmal eine neue Flotte. Dann, was haben wir hier? Noch ein Donnerblitz. Und nochmal eine neue Flotte. Dann nehmen wir da eine Donnerklasse. So, und die werde ich jetzt einzeln zu diesem besetzten Planeten beordern. Jetzt muss ich die bloß noch finden. Hier haben wir einen. Der kommt hier oben hin. Dann können die da schon mal bombardieren, absichern, was weiß ich. Der kommt hier hin. Und das Schlachtschiff hatten wir, glaube ich, jetzt noch nicht. Das kommt hier hin. Und dann werden wir jetzt unsere Transportflotten in Bewegung setzen mit dieser Billigarmee. Die wird schon nach Takaram fliegen. Ich glaube, da ist auch nichts mehr. Und unsere Genarmee fliegt nach Yel Barasta. So, und dann müssen wir zusehen, dass wir möglichst zügig jetzt diese vier Planeten zurückerobern. Und dann sind wir schon in einer sehr, sehr guten Ausgangsposition. Ansonsten haben wir gesehen, unsere Engstelle sind die Mineralien. Deswegen gehe ich jetzt mal auf die Planeten und werde da an der Oberfläche bisschen was bei den Netzwerken machen, allerdings nur bei den Bergbaunetzwerken. Der Rest interessiert uns jetzt nicht. Sehr schön. Okay, und auf Nova Roma vielleicht auch noch. Ja, da ist auch noch was möglich. Und hier. So, und mit dem Rest wollen wir hier unseren Flottenausbau weiter vorantreiben. Das geht erstmal, das geht auch, das geht auch, das geht auch. Hier können wir neue Korvetten nochmal in Auftrag geben. Ja, hier vielleicht zwei Zerstörer. Hier nochmal Kreuzer und ist da noch ein Schlachtschiff drin hier unten? Nee, dafür haben wir das Geld nicht, dann bauen wir hier einfach nochmal einen Kreuzer. Und hier nochmal ein Zerstörer. Gut, das war's. Alle Mineralien ausgegeben. Geld, sage ich schon, eigentlich Produktionsmittel. Und das heißt, wir können jetzt munter weitermachen. Und Incoming Transmission. Was haben wir hier? Migrationsabkommenbruch zwischen der Jalonen-Theokratie und den Zukarkan. Oh, ist das möglicherweise ein Zwist, ein interner im gegnerischen Bündnis? Sehr praktisch. Was haben wir hier? Ein Handelsangebot. Sternenkarten. Die Brack-Zivilisation, wo sind die denn bitte? Okay, völlig unwichtig. Nö, lehnen wir ab. Der grüne Frieden lässt sich nicht mit solchen Mini-Staaten ein. Die bekommen gar keinen Zutritt zur Imperatorin. So. Die übrigens immer noch, falls ihr es vergessen habt, Merk Nick heißt.
So, da kommen jetzt unsere Transportschiffe zum Einsatz. Das ist hier ein bisschen riskant, die Aktion. Ich hoffe, da ist jetzt wirklich nichts Gegnerisches. Und nach Tara kommt jetzt schon wieder eine Gegnerflotte. Aber ich hoffe, wir sind, ja, wir sind gut dabei. Die können wir da auch schon mal alle zusammenfassend hinschicken. Dann können die sich da schön vereinigen. Und hier gucken wir mal. Ja, das Risiko, das funktioniert. Hier gibt es noch Planetenbefestigung. Ich weiß aber nicht. Das werden, glaube ich, kleine Garnisons. Ich bin mir gar nicht sicher, aber ich denke mal, wir riskieren es nicht und warten noch auf das Schlachtschiff. Können ja schon mal einfliegen in den Orbit. So. Wir sind hier unten noch nicht angekommen. Nee. Hostile fleet engaged. Oder wo ist da kommt unsere große Flotte, alles klar. Situation log updated. So, die Feindflotte haben wir offenbar sehr schnell auch erledigt. Sehr schön. Unsere Schlachtschiffe, unsere einzelnen sind auf dem Weg. Im Moment alles gut. Was kommt hier an? Eine Transportflotte nach Nolion. Okay. Gut, eine einzelne Transportflotte macht uns jetzt nicht nervös. Hostile fleet engaged. Ah, die hoffentlich auch sofort hier verwickelt wird. Ja, zumindest ein Zerstörer greift die an. Das ist ja auch in Ordnung. Gut, jetzt ist unsere Flotte da. Die Frage ist, wir hatten ja hier schon mal bombardiert, angefangen zumindest. Mach mal noch weiter. Und ihr fliegt schon mal in den Orbit ein. So. Jetzt kommen langsam unsere Schlachtschiffe dahin, wo sie hin sollen. Sehr gut. Auch hier bitte die Bombardierung beginnen. Der ist auch angekommen. Prima. Und der Hostile ist fleet engaged. auch gleich da. So, was haben wir jetzt? Wo haben wir jetzt hier eine Feindschlacht? Ach so, das ist diese Mini-Geschichte immer noch. Na gut, der könnte natürlich jetzt wegspringen. Da hätten wir vielleicht, könnten wir eigentlich doch noch ein bisschen mehr dahin schicken, damit wir da auf Nummer sicher gehen. Gut, wie sieht's aus hier? Mit der Bombardierung. Können wir jetzt schon landen? 1000. Ich bin mir echt nicht sicher. Sind das jetzt potenzielle Armeen oder sind Hostile das. fleet engaged. Hostile fleet engaged. Hostile fleet engaged. Was habt ihr denn jetzt plötzlich überall Hostile Fleets? Ach so. Alles klar. Das sind jetzt jede einzelne Flotte, wird mich. Da werde ich informiert, dass die in den Kampf geht. Das macht einen ja ganz nervös. So, komm, 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 komm. Hostile fleet engaged. Dann gehen wir jetzt runter. Na, jetzt können wir auch noch warten. Situation log updated. Enemy troops landing. Enemy planet secure. Okay, das waren keine gegnerische Garnison. Vermutlich, weil das Menschen sind, weil das unser Planet ist. Ich bin mir gar nicht so sicher. Heißt das, wir könnten auch locker da drüben landen? Ohne Probleme. Wo ist denn hier unsere Transportflotte? Hatten wir die nicht hier hingeschickt? Nee, hier oben. Jetzt war ich völlig am falschen Ort. Also das heißt, wir müssten hier eigentlich auch landen können, ohne dass Armeen entstehen, oder? Das wäre natürlich jetzt peinlich, wenn das nicht klappt. Wir greifen mal an. Mal gucken. So, runter Enemy mit. troops landing. Ne, Enemy tatsächlich. planet Aha, secured. zurückerobern geht also ganz problemlos. So, das heißt, wir haben jetzt 27%. Hervorragend. Ja, ich würde mal sagen, dann. Was haben wir denn hier noch? Da ist. Naja, nicht wirklich was Gefährliches dabei. Wo fliegen wir jetzt mit der Hauptflotte hin? Wir könnten jetzt beginnen, mal hier stärker ins feindliche Gebiet vorzudringen und sagen, dass da oben überlassen wir jetzt dieser Billigarmee. Das wäre eine gute Möglichkeit eigentlich. Machen wir das so. Werden wir hier die Armee wieder entsenden.
Und dann direkt nach Akolam. Eigentlich können wir ihr auch direkt dann schon den Befehl geben, dort zu landen. Gehen wir mal hier komplett runter. So, das war die Flotte. Armee landen. Dann werden wir sofort informiert, wenn das gut gegangen ist. Ja, jetzt ist die Frage. Ich glaube, wir brauchen hier nichts zurücklassen. Ich habe ehrlich gesagt jetzt keine Befürchtung mehr, dass der Gegner... jetzt hier noch viel aufzubieten hat. Also würde ich sagen, fliegen wir jetzt mal direkt in die Hauptstadt oder in die Hauptplanet der Yalon rein und versuchen die zu erobern. Was ist denn hier los mit unserer Regulatorenflotte? Forfi ist schon wieder nicht an Bord. Der wird wohl langsam amtsmüde, wie mir scheint. Also, rein da. Ja, und die lassen wir erstmal sicherheitshalber auf dem Planeten. Nicht, dass die noch irgendwie erledigt werden unterwegs. Gut, alle neu gebauten Schiffe. Ne, die nicht. Die bombardieren ja. Kommen alle nach Tarok? Nein, du auch nicht. Wobei, du kannst da auch schon wieder hinfliegen. Das ist schon sehr in Ordnung. Dich brauchen wir ja nicht mehr. Der Planet ist gesichert. So, die Zeit ist auf unserer Seite, das muss man mal sagen. Wissenschaftler hat Stufe 4 erreicht. Was kommt hier? 1300. Und wir haben hier... Warum haben wir da hinten ein Konstruktionsschiff stehen? Ah, das war ein Sektorschiff vermutlich. Um das müssen wir uns aber kümmern. Um die 1300, die können uns natürlich jetzt gefährlich werden. Na, wir fliegen da erstmal ein und beobachten mal, wie das da weitergeht. So, aber sie fliegen offenbar wieder zurück. Das ist gut. Das ist sehr in Ordnung. Was hat sich hier in Tarak inzwischen angesammelt? Die können wir mal hübsch zusammenführen. Die auch. Dann haben wir ein bisschen mehr Ordnung im System. Und euch auch. Wunderbar. Wir müssen, glaube ich, nachproduzieren. Wir haben schon wieder 5000. Sehr, sehr gut. Wir können, besser gesagt. So, ordentlich ein paar Korvetten. Zerstörer machen wir mal 2. Kreuzer noch 1. Und ein neues Schlachtschiff. Wird in Auftrag gegeben. Und hier hinten, ja, noch ein paar Korvetten. Gut, immer weiter produzieren. Da kommt die nächste Armee. Das passt. Wir sind jetzt hier. Hier waren wir, glaube ich, schon mal und haben ein bisschen was kaputt gemacht. Dann werden wir jetzt hier hinfliegen und die Hauptstadt bombardieren und jetzt unsere Armee, glaube ich, nachziehen. Ich hoffe, die ist jetzt sicher, wenn wir sie jetzt entsenden. Mensch, dass er die Auswahl immer nicht beibehält, wenn man das Fenster wechselt. Ist auch so eine Nervigkeit. So, erstmal in den Orbit einfliegen. So, da müsste jetzt langsam unsere Armee auf im Akolan-System landen. Und das Schlachtschiff fliegt zurück. Das ist in Ordnung. Hat den Job erledigt. Hostile Fleet detected. Was haben wir hier unten? 4000! Da haben sie doch noch ein bisschen was zusammenbekommen. Die Frage ist, wo fliegen sie hin? Wem können sie gefährlich werden? Das ist die große Frage. Hostile Fleet engaged. Hostile Fleet detected. Hostile Fleet engaged. Situation Log updated. So, das war wieder eine, die in die Falle getappt ist. Zucker Khan hat mit Yalon ein neues Migrationsabkommen geschlossen. So, hier sind jetzt 2000 und 4000. Das heißt, 6000 bringen die jetzt doch wieder zusammen. Okay. Gut zu wissen. Enemy troops landing. Enemy planet secured. Und wir haben den nächsten Planeten zurück. Sehr schön. Das heißt, wir werden die wieder entsenden und jetzt hier landen. Auch hier sollte das kein Problem sein. Ja.
Und dann haben wir alle Planeten zurückerobert und sind bei 35%. Das heißt, wenn jetzt der Angriff der Lagenhuts folgen würde, könnten wir, glaube ich, schon einen Frieden schließen, der uns zumindest eins oder zwei Planeten bringen würde. Das ist schon sehr, sehr erfreulich. Situation Log updated. So, du bist auf dem Weg, du willst bombardieren, das ist alles gut, da können wir gleich zwei Planeten erobern. Sehr schön, wir müssen hier nur auf die Feindflotten. Was ist jetzt los? Nein, die Kriegserklärung, ich fass es nicht. Ich fass es nicht. Wir hätten jetzt so schön diesen Krieg durchziehen können, auf 100% kriegen können. Und mal ordentlich was gewinnen können. Aber jetzt wird es natürlich schwierig. Der will hier alles mögliche befreien. Die Erde, die Sonne. Nopia. Absolut unsere Kernsysteme. Das Tumbatoren, Kammernwurf und der Rat der Lagenhuts, wie wir es vermutet haben. Zusammen. Das ist eine Kriegserklärung. Viel zu lange hat die menschliche Aggression die Galaxie terrorisiert. Man könnte das vielleicht sogar verstehen, wenn es nicht die Geschichte mit den Anbitten geben würde. Das war eine etwas uneigennützigere Tat. Zumindest hatte sie nur den Hintergedanken, dass wir dass der grüne Frieden Bahn frei hat, um die eigenen Interessen weiter durchzusetzen. So, insofern so ganz so falsch liegen sie damit nicht, sage ich jetzt mal als neutraler Außenstehender. Wo ist denn jetzt eigentlich? Die ist dort. Ich denke, das warten wir noch ab, bis das zurückerobert ist. Und dann werden wir hier den Frieden verhandeln. Und das Schlachtschiff, das sollte schon unbedingt mal nach Tarok. Und ich denke, diese Aktion, ja, was machen wir denn jetzt hier? Wollen wir das auch noch abwarten, um noch einen höheren Kriegsstand zu erreichen? Wie weit sind wir hier mit dem Bombardieren? 3500. Komm, ich denke, wir warten das auch noch ab. Das würde aber bedeuten, dass vermutlich jetzt, wenn die klug sind und sich gut vorbereitet haben, werden die jetzt einen schnellen Vorstoß auf die Sonne, auf Alpha Centauri, auf Sirius machen. Das sind unsere Zentralsysteme. Die werden sich jetzt auch nicht anständig verteidigen können. Und was haben wir in Tarak jetzt hier? 7.000, 11.000, 12.000. Ja, das wird vermutlich nicht reichen, muss ich mal sagen. Es wird nicht reichen. Aber wir bringen die schon mal zusammen. Was ich nämlich auch nicht möchte, ist, dass mir jetzt diese 12.000 weggeschossen werden. Weil die brauchen wir dringend. Wir müssen uns dann zusammentun. Und sag ich mal, wenn wir hier dann ja 30.000 vielleicht haben, dann könnten wir ganz gut standhalten. So hoffe ich, gegen die Lagenhuts. Aber bis dahin könnte es knapp werden mit der Sonne und so weiter. So, wir müssen deswegen erstmal alle Neubauten in Sicherheit bringen. Und zwar diesmal mit einem kleinen Umweg. Erstmal hierhin und dann nach Tarak. Da ist weiterhin Sammelstelle. Und dann bauen wir, glaube ich, weiter. Ja klar, was bleibt uns anderes übrig? Wobei das ja eigentlich alles läuft. Machen wir unten mal weiter. Mit 3 Zerstörern und noch einen Kreuzer, den wir auch einen Auftrag geben. Uiuiui. Kriegsziele müssen wir natürlich dann auch noch definieren. Aber erstmal noch diesen und den Hauptstadtplaneten. Ja, ich sag mal Hauptstadt. Hauptwelt. Construction complete. Erobern und dann werden wir Frieden schließen. So gut es uns möglich ist. Ich hoffe, vorher passiert nicht noch was Blödes. Wie schnell bist du jetzt hier? Ja, du bist gleich da. Das ist gut. Das sollte also fix gehen. Jetzt ist hier noch die Frage, wie schnell die Bombardierung läuft. Das ist die große Frage. Wir sind schon mal im Orbit und sind bei... Oh, hier sind auch noch gute Verteidigungsarmeen. Das ist auch noch so eine Sache. Sind bei zwei. So, was gibt es jetzt hier für Feindflotten? Ach, das ist nur eine kleine Transportflotte. Haben wir noch irgendwo was? Nee.
Gut, noch sind die Langenroots nicht unterwegs. Situation log updated. Aber das wird kommen. Das wird kommen. Da ist es schon. Aha, jetzt geht's los. Und wie ich es geahnt habe, sofort ins Sonnensystem. Mit einer großen Flotte von 21.000, seht ihr? Tja, ich fürchte, wir werden das verlieren. In Sirius ist eine Transportflotte gelandet. Das wäre natürlich cool, wenn wir die abfangen könnten. Wir haben hier ein bisschen was. Station under attack. Aber die sind natürlich begleitet. Die sind natürlich begleitet von einer weiteren 21.000er Flotte. Oder ist das die? Nee. Das heißt, die haben zwei 21.000er. Ui, 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 ui. Na gut, wir bleiben erstmal beim Plan. Hier, das war abzusehen, dass wir jetzt die Sonne und Sirius und so weiter verlieren. Aber wir bleiben jetzt mal beim Plan, hier noch ordentlich Kriegsschaden rauszuholen. Jetzt ist die Frage, wie weit unten sind wir? Das reicht noch nicht. Hostile fleet engaged. Station under attack. Ja. Enemy troops landing. Enemy planet secured. Station under attack. Wir haben den nächsten Planeten hier oben. 50% haben wir damit. Gut, und jetzt müssen wir das jetzt erstmal alles in Sicherheit bringen. Das Schlachtschiff werden wir auch nach Tauk schicken. Und die Armee hier, die bringen wir, ja, ich glaube, erstmal ins rückwärtige Gebiet. Was wir damit anfangen, weiß ich noch nicht genau. Wenn ich mich an die Langenroots erinnere, dann waren die extrem gut, hatten, glaube ich, auch Gensoldaten. Also die Sonne, die Erde wird vermutlich zum zweiten Mal erobert werden vom Gegner. Ich glaube, das lässt sich im Moment nicht verhindern. Hier unsere Festung ist schon gleich erledigt. Ja, ich weiß, man hätte mehr Festung bauen können, aber ihr seht ja, was für eine Ressourcenknappheit bei uns vorherrscht. Da musste ich erstmal jetzt auf die Flotte mich konzentrieren. Also es bleibt heikel, Leute. Ich warte nach wie vor hier noch ab, bis ich hier die Hauptwelt besetzen kann und dann erst schließe ich den Frieden. Das sollte mindestens nochmal 10% mehr Kriegsstand geben. Und dann werden wir den Krieg zumindest ein bisschen positiv abschließen und was dazu gewinnen. Immerhin. Also, bleibt dran. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Euer Steinwallen.